Überschattet durch all die Probleme, in denen wir uns befinden, wie Krieg, Inflation, Energiekrise, gibt es im Hintergrund schon wieder Pläne und Bestrebungen, ein Bargeldverbot einzuführen, ist sogar schon fast in Gesetz gegossen. Und es gibt Forderungen, die Vermögenssteuer wieder aus der Mottenkiste der Steuern zu holen und diese auch wieder einzuführen. Worum es konkret geht, erfahrt ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und heute habe ich zwei schwer verdauliche Themen dabei. Zum einen die Forderung zur Wiedereinführung der Vermögensteuer und zum anderen ein konkretes Gesetz, welches ein Bargeldverbot in Deutschland fordert. Wir kommen gleich zu diesen wichtigen Themen und vor allem, wie wir damit umgehen. Aber vorab wichtiger Hinweis für euch, ich blende es euch ein, ich verlinke es euch unten drunter. In wenigen Tagen schon wird es ganz, ganz wichtige Infos geben für alle, die bei mir im Report eingetragen sind. Der Report im Übrigen ist kostenlos. Ich arbeite seit mehreren Monaten an einem ganz, ganz, ganz wichtigen Projekt. Ich habe mir dazu auch Lars Erichsen, kennt der ein oder andere von euch bestimmt, auch ins Boot geholt. Und es geht um ein Projekt zum Auf- und Ausbau von Vermögen. Es geht darum, dass passives Einkommen generiert werden soll. Es geht aber auch ganz aktiv darum, Tipps und Tricks zu vermitteln, wie man Steuern in gewissen Bereichen sparen kann, wie man mit der aktuellen Situation am Immobilienmarkt umgeht oder wie man bei Edelmetallen sein Geld richtig anlegt, also wann man kauft, wie man lagert und vieles, vieles mehr. Wenn ihr da dabei sein wollt, und ich hoffe, ihr wollt dabei sein, tragt euch für den Report ein, da wird es nämlich in Kürze ganz viele und ganz wichtige Infos dazu geben und vor allem, wo das Projekt auch stattfindet. Also unbedingt eintragen, Link ist direkt unterm Video. Und jetzt steigen wir mal ein, ja, mit dem Eingemachten, muss ich sagen. Ich blende euch gleich mal einen Artikel ein. Und dieser Artikel stammt von der FAZ. Überschrift in Fett, SPD-Chefin Esken fordert Vermögensteuer. Oben drüber in klein gedruckt für Wiederaufbau der Ukraine. Den Artikel verlinke ich euch mal unten drunter und ich kann euch mal ganz konkret zwei Zitate aus dem Artikel nennen, die mir aufgefallen sind. Zum einen von Saskia Esken: Zur Finanzierung eines handlungsfähigen, solidarischen Staates, der die Gesellschaft in unserem Land zusammenhält, den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützt und gleichzeitig nicht die Augen vor der globalen Hungerkrise verschließt, müssen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen endlich umsetzen. Zweites Zitat von Dietmar Bartsch: Wir brauchen eine europaweite Beteiligung der Superreichen. Es darf nicht sein, dass der normale Steuerzahler, der schon unter Inflation und Energiepreisen leidet, allein auch die Kriegsrechnung bezahlen muss. Wenn es euch schon mal auffällt, finde ich, ja, oder was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich von SPD und Linken die Wiedereinführung der Vermögensteuer gefordert wird. Wenn ihr euch zurückerinnert, Jahr 2020, 2021, auch da wurde wieder die Wiedereinführung der Vermögensteuer gefordert. Allerdings damals ging das wieder in der Debatte unter, weil es, ja, ich will nicht sagen, nicht notwendig war, aber weil die Bevölkerung offenbar sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat und weil wahrscheinlich auch die Politik gesagt hat, die Bevölkerung ist noch nicht bereit für die Wiedereinführung einer Vermögensteuer. Was mir jetzt an diesen Zitaten allerdings auffällt, und deswegen habe ich sie euch auch genannt, ist, ich muss auch sagen, ich finde das auch sehr schäbig, diese moralische Aufladung des Kriegs zur Einführung einer Vermögensteuer. Also auch vor allem die Nennung, dass die sogenannten Superreichen, klar, es gibt reiche Leute, aber in Deutschland ist man ja auch ja, ganz schnell schon in der höchsten Steuerklasse, wenn man nur gut 60.000 Euro brutto verdient. Also das ist für mich jetzt nicht, wo man im Bereich der wirklich Reichen ist. Und da wird jetzt erstmal mit den Superreichen erstmal kolportiert, die allerdings dann wahrscheinlich schon schnell Leute sein werden, die ein paar 100.000 Euro Vermögen haben. Also so fängt es immer an, dann geht es nach unten. Und moralisch aufgeladen wird jetzt also versucht, seitens der Linken und SPD hier eine Wiedereinführung der Vermögensteuer zu bekommen, zu erreichen. Und das Interessante ist allerdings, wir hatten ja in Deutschland schon eine Vermögensteuer, die war bis ins Jahr 97 gültig, wurde dann allerdings nicht abgeschafft, weil die Politiker gesagt haben, wir brauchen die Steuer eigentlich gar nicht, was soll das? Sondern die wurde abgeschafft, weil das Bundesverfassungsgericht damals gesagt hat, dass diese Vermögensteuer verfassungswidrig ist und dass auch die Behandlung von unterschiedlichen Vermögensverwerten verfassungsrechtlich problematisch ist. Deswegen wurde sie wieder entfernt, also aus dem Steuergesetz entnommen. Und jetzt kommt diese Forderung, die zuerst bei Corona aufgetreten ist, wird jetzt wieder durch den Ukraine-Krieg neu verpackt, deutlich moralisch aufgeladen, dass man so eine Art
Totschlagargument hat und versucht, diese Steuer jetzt wieder von der linken Seite, also SPD und Linke, reinzudrücken. Dabei ist die Steuer aus gutem Grund auch nicht mehr vorhanden, weil mehrere Studien, auch unabhängige Studien, ergeben haben, dass etwa 20% der Einnahmen, und das ist relativ viel, allein für die Bürokratie drauf geht. Manche Studien sprechen auch von 30% oder 40%, weil das alles überprüft werden muss. Und auch da gibt es unabhängige Studien, die sagen, das führt noch zu einer extremen Abwanderung von Kapital, weil gerade der weniger mobile Mittelstand, der ja aktuell auch schon unter der Energiekrise extrem zu leiden hat, der in Deutschland verankert ist, viele Arbeitsplätze schafft, die sind natürlich auch davon betroffen, weil diese Steuer dann auch diese Unternehmen betreffen könnte oder später mal betreffen könnte und dadurch diese Unternehmen sich, ja, Stück für Stück verkaufen müssen oder Anteilseigner reinholen müssen oder auch komplett verkaufen müssen, weil hier die Substanz des Unternehmens besteuert wird. Ich weiß, es gibt viele Forderungen, die sagen, ja, den Mittelstand sollten wir rausnehmen. Ich wäre da nicht so sicher, gerade bei einer linken Bundesregierung, ob man da nicht sagt, naja, die haben so viel, wo auch nicht verstanden wird, wie ein Unternehmen funktioniert und dann diese Unternehmen später besteuert werden. Also diese Vermögenssteuer, muss ich wirklich sagen, das ist jetzt wieder eine neue Forderung. Können wir nur hoffen, dass die wieder im Sande verschwindet, aber gerade durch diese moralische Aufladung, gerade auch durch die immensen Kosten, die jetzt entstehen werden in der Ukraine durch den Wiederaufbau, habe ich größte Befürchtungen, dass diese Vermögenssteuer in Kürze wieder kommen könnte. Aber was wirklich interessant ist, auch für all diejenigen, die sagen, naja, ist doch gut, wenn der Staat mehr Geld von den sogenannten Superreichen einfordert. Ich blende euch mal noch eine Grafik ein. Die Grafik stammt von Statista, dem Statistischen Bundesamt. Und ihr seht hier in Rot, das Blaue, das ist meine eigene Kunst, meine Einzeichnung. Ich sage euch gleich, was ich damit möchte. Aber ihr seht hier mal so die Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund und Ländern seit 1999 in Rot. Und ihr seht bis ins Jahr 2020 hier den Einbruch. Ich nenne ihn jetzt mal den sogenannten Corona-Steuerknick. Damals dachte man, dass also die Steuereinnahmen im Corona-Jahr 2020 auf 700 Milliarden einbrechen werden. Deswegen habe ich in Blau mal den tatsächlichen Verlauf für euch angefügt. Und zwar gab es nämlich keinen so dramatischen Einbruch. Die Steuern sind nur in Anführungsstrichen auf 730 Milliarden Euro eingebrochen und werden für dieses Jahr 2022 wahrscheinlich einen neuen Rekordwert trotz aller Krisen von 830 Milliarden erreichen. Aber ich habe euch diese Grafik nicht eingefügt, um zu zeigen, wie toll ich hier im Paint was reinmalen kann, sondern ich habe euch die Grafik eingefügt, weil sie so schön lang in der Historie ist. Und was ihr dort seht, ist, dass so ab 2005, da haben ja bis dahin die Steuereinnahmen sind sogar zurückgegangen und auch stagniert, die Steuereinnahmen trotz aller Krisen, also Corona-Krise, große Finanzkrise und was da alles war, noch Euro-Krise, genau die nicht zu vergessen, mittlerweile auf einen Rekordhoch gestiegen sind und aktuell im Jahr 2022 wahrscheinlich um 400 Milliarden Euro allein nur in diesem Jahr höher liegen werden als im Jahr 2005. Und davor gab es schon Steigerungen von hunderten Milliarden pro Jahr. Und da stelle ich mir die Frage, eine Steuer, die sich in den letzten 17 Jahren verdoppelt hat, die trotz allem immer noch nicht ausreicht, also wo Politiker immer mehr Steuern einfordern, jetzt sogar noch eine moralische, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde diese moralische Aufladung dieser Vermögenssteuer wirklich richtig schäbig vor diesem Hintergrund. Und da jetzt noch mehr Steuern einzufordern, die dann irgendwie im System verschwinden, also da muss ich sagen, jeder Cent, jeder Euro, der bei den Bürgern belassen wird, der bei Unternehmen belassen wird, bei Unternehmern belassen wird, ist besser investiert, vor allem langfristig, weil es dadurch Konsum gibt, Wertschöpfung und vieles weitere, als in diesem Bürokratieapparat, dass es dort versinkt. Also lasst mir da gerne mal eure Meinung da, aber ich finde das, ja, also ich finde es einfach schäbig, so eine Steuer wieder einzuführen, was während der Corona-Zeit einfach nicht geklappt hat. Aber es bleibt nicht nur bei dieser Forderung, es ist nur eine Forderung, die ich mir aber vorstellen könnte, weitergeht. Wir haben auch ein ganz konkretes Gesetz in Richtung Bargeldverbot in Deutschland. Blende ich euch mal einen Artikel ein. Ich verlinke ihn euch unten drunter. Der stammt aus der Wirtschaftswoche, ist hinter der Paywall, aber ich kann euch sagen, was drin steht. Es geht um das sogenannte Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2. Und in diesem Sanktionsdurchsetzungsgesetz ist verankert, dass, und da sind wir beim Bargeldverbot, eine Bezahlung von Immobilien durch Kryptos, Gold oder Bargeld verboten werden soll. Und das auch schon in Kürze. Warum? Der Hintergrund ist wohl, dass eine Vereinigung, die nennt sich Transparency International, herausgefunden hat, dass 30% der globalen Einnahmen aus illegalen Machenschaften in Deutschland gewaschen werden sollen. Ich lasse das jetzt einfach mal objektiv so stehen. Ich habe mich mit dieser Studie nicht en Detail beschäftigt.
Ich habe mich aber mal damit beschäftigt, wie groß der globale kriminelle Umsatz ist. Und die Schätzungen gehen weit auseinander, aber es ist so irgendwie 2 Billionen bis nach oben fast offen. Also es könnten auch 10 Billionen sein. Ich persönlich habe so das Gefühl, und wie gesagt, ich sage das jetzt mal beschreibend, ich habe noch nicht diese Studie zerlegen können, wahrscheinlich ist es auch unmöglich, genau reinzuschauen in diese Studie von Transparency International, aber dass 30% dieser Monstersummen in Deutschland gewaschen werden, das ist ja je nach Berechnung die Hälfte bis fast mehr als deutsche BIP. Verzeiht mir meine Skepsis, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob solche Billionensummen wirklich hier in Deutschland im Immobilienmarkt sind. Also das würde ja teilweise dann die Hälfte des deutschen Immobilienmarktes schon ausmachen pro Jahr. Also ja, hat ein bisschen, ich weiß halt, irgendwie den Aspekt, dass diese Studie genau da reinfährt. Aber was Fakt ist, ist, dass dieses Sanktionsdurchsetzungsgesetz Nummer 2 also in Kürze dann dazu führen wird, dass Bargeld, Kryptos oder Gold bei Immobilientransaktionen verboten werden. Könnte man jetzt natürlich sagen, naja, wieso Bargeld, wer Immobilien mit Bargeld kauft? Ich meine, wer macht das? Also ich habe es auch nie gemacht, ich kenne jetzt auch niemanden. Aber es ist zumindest das erste Mal, dass in einem großen Teilbereich, also im Immobiliensektor, das Verbot stattfindet eines gesetzlich anerkannten Zahlungsmittels. Ich meine, bei der GEZ ist es schon soweit oder schon länger soweit, das darf man nicht in bar bezahlen. Aber hier ist es ja ein großer Markt, wo man jetzt also Bargeld verbietet, im Übrigen auch Gold und Kryptos. Vor dem Hintergrund, ich wiederhole mich in verschiedenen Videos, Geldwäschebekämpfung, Terrorismus und so weiter, das sind immer so die Dinge, die angeführt werden. Aber auch da, lasst mir mal einen Kommentar. Ich mag nicht glauben, dass es nicht mildere Mittel gibt. Also wenn man sich mit Compliance, das ist so die Durchsetzung von Recht und Gesetz, in verschiedenen Bereichen mal beschäftigt, also bei Notaren, bei Maklern, bei anderen Immobilieninstitutionen, da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Da sind auch Pflichten entstanden, dass man solche Transaktionen dann melden muss, offenlegen muss. Also da kann man auch weitergehen. Problem ist natürlich, dass hier die Taskforce des Zolls auch nicht wirklich hinterherkommt bei den ganzen Transaktionen. Aber da, also mich würde interessieren, gibt es da nicht ein milderes Mittel oder muss man hier wirklich schon mal Bargeld komplett verbieten? Oder ist das nicht der erste Schritt zu sagen, okay, wir nehmen aus dem Immobilienmarkt jetzt einfach mal das Bargeld komplett heraus? Das ist so der erste Teilaspekt und dann geht das Bargeldverbot in den nächsten Bereich und nächsten. Also es wird auch, und das hatte ich auch schon früher gesagt, nicht so ein generelles Bargeldverbot gleich geben, was viele sagen. Ich meine, es gibt viele Videos, die kriegen da viele Klicks, indem sie ständig sich mit dem Bargeldverbot beschäftigen. Also halte ich jetzt auch für unseriös, aber indem man so Teilbereiche verbietet, das nächste, ist ein bisschen so der Frosch, der im heißen Wasser sitzt und irgendwann kocht der Topf und der Frosch kriegt es gar nicht mit. Also man nimmt das so Stück für Stück heraus. Und da im Übrigen auch wird natürlich nicht nur ein Bargeldverbot, auch aus der grünen Fraktion kommt das heraus, im Immobilienbereich gefordert, sondern in vielen weiteren Teilbereichen. Also man will natürlich auch die Bargeldobergrenzen senken. In Deutschland gibt es ja noch kein offizielles Obergrenze oder keine offizielle Obergrenze für Barzahlungen. Es gibt im Edelmetallhandel hier die Grenze von 1.999 Euro, aber in anderen Bereichen kann man zumindest immer noch bar bezahlen, auch wenn man mal sich ausweisen muss. Da werden harte Bargeldobergrenzen gefordert, wie in anderen europäischen Ländern. Wer da von euch nicht auf dem Stand ist, ich blende euch mal noch eine Grafik ein, die stammt von bargeldverbot.info. Ich verlinke die unten drunter. Ich weiß auch, das ist jetzt nicht die augenfreundlichste Grafik. Drückt am besten mal Pause oder geht auf den Link, schaut ihr euch an. Aber was interessant ist, ihr seht verschiedene Linien, die beginnen links oben und die gehen dann nach unten in Richtung rechts unten. Das hat nur zur Folge, dass ihr dort seht, wie Bargeldobergrenzen in verschiedenen Ländern eingeführt wurden und sich dann Stück für Stück nach unten vorgearbeitet haben, sodass wir sogar mittlerweile in Griechenland eine Bargeldobergrenze von nur 500 Euro haben. Also das ist etwas, was auch in nächster Zeit in Deutschland garantiert kommen wird. Wir sehen jetzt, wie vorhin schon gesagt, im Immobilienbereich ein Bargeldverbot, ein Goldverbot, ein Kryptozahlungsverbot. Dieses Totschlagargument, kriminelle Machenschaften, Geldwäsche zu verhindern, das ist eigentlich mittlerweile immer gang und gäbe, wird gerne genannt. Ich für meinen Teil muss sagen, Bargeld ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Da muss es mildere und andere Maßnahmen geben, gerade in einer heutigen hochtechnologisierten Zeit. Es muss auch andere Gesetze geben, es muss auch andere Überwachungsmaßnahmen geben für Notare und Makler, wenn man das verhindern will aus kriminellen Machenschaften. Aber so ein Bargeldverbot, das ist eher wieder eine weitere Gängelung von uns Bürgern. Jemand, der kriminell ist, der Geld waschen will,
ja, dann zahlt er halt die Immobilien nicht in Deutschland in bar, dann gründet er halt in einem bargeldaffinen Land wie Dubai ein Unternehmen mit seinem Bargeld mit 10 Millionen Euro und kauft halt mit diesem Unternehmen Immobilien. Also es wird immer Lösungen geben und Möglichkeiten für Kriminelle. Ich sage jetzt nicht, dass ich das gut heiße, aber ich sehe hier mehr in Richtung Verbot von Bargeld für uns Bürger oder dem ersten großen Verbot, welches dann sich weiter so meandert durch die Bargeldverbotsszene und eher weniger den Kampf gegen Terrorismus und Geldwäsche. Also lasst mir da gerne eure Meinung da, lasst mir da gerne auch eine gegenteilige Meinung da, wenn ihr es so seht oder wenn ihr es anders seht. Aber mir war es jetzt mal wichtig, auf diese zwei Probleme, Einführung einer moralisch beladenen Vermögenssteuer und auch einem Teilbargeldverbot in Deutschland mal hinzuweisen. Also ja, und vergesst nicht zum Ende noch unbedingt in den Report eintragen, weil da wird es in Kürze schon ganz, ganz wichtige Infos geben. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.